Ah, hoi Kameraden, schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir haben es gerade so mit Hängen und Würgen geschafft. In der letzten Folge habt ihr das mitgekriegt, wir hatten eine Kriegsschiffflotte über uns. Das war sehr knapp. Johanna hat uns quasi nochmal den Arsch gerettet mit ihrem Sonartäuschkörper. Und jetzt werden wir uns, ich sag einfach mal, den Rest holen. Legen Sie den Kurs an. Und werden Punkte abgreifen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Herr Kalle. So, Johanna. Feuer frei. Versenken wir den Kahn. Muss er irgendwie abzusaufen kriegen, die Kiste. Na, den Überlebenden haben wir in der letzten Folge noch mal ein paar Vorräte gegeben. Weil das ja immer pro Rettungsboot 10% Ansehen gibt. Und das ist ja eigentlich nicht verkehrt. So. Was, wer hat mich denn jetzt entdeckt? Achtung! Oh, Scheiße. Geh doch jetzt unter! Herr Kaloy? Ja, die da hinten haben mich gehört. Oder die Überlebenden. Hüllenbruch, sie sinken. Boah, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Schneller, kleine schneller. Fahrt. Abfahrt. Abfahrt. So. Jetzt aber weg hier. Wieder rein ins Boot. Und Simon, du kannst doch mal eine Funkübertragung verschicken und dann ist hier erstmal Schicht im Schacht. Wie sieht's mit dem Kurs aus? Er ist bei 105%. Wir gehen auf halbe Fahrt, Funktelegramme verschicken und weg hier. Einfach erstmal nur weg hier. Menschenskinder, dann haben wir jetzt ja ordentlich was versenkt. Haben auch gerade Bescheid gekriegt, dass wir quasi die Patrouille beendet haben. Wir könnten jetzt zurückfahren. Mal schauen, wie wir das handhaben. Wir gucken noch mal kurz raus auf die Karte. Wie sieht das allgemein jetzt aus hier? Na, da könnten wir noch mal ein bisschen was finden. Vielleicht kriegen wir da noch mal was. Na gut, wir müssen noch die Kilometer hier patrouillieren, ne? In dem Gebiet. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine Menge Reismark abgegriffen. Und das ist schon mal das Wichtigste. Also, dann weiter geht's. Oh, das war auch echt ein Kampf. So, erstmal checken wir jetzt das Boot. Kapitän? Durch, was hier so los ist an Bord. Ob noch alles IO ist, irgendwelche Schäden, irgendwelche Belästigungen. Aber es scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Boottechnisch. Abteile deine trocken, Kreisekompass. Können wir wieder einschalten für die Orientierung. Es gibt schon wieder das erste Essen. Die Überlebenden werden auch gerade mit Futter versorgt. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, so lange sind wir jetzt nicht auf See. Wir gucken mal in die Kombüse rein. Da packen wir mal Ups mit rein. Die Hälfte. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und dann fahren wir hier wieder weg. Klare Sache. So. Diese Kompressor sind eingeschaltet, Elektrokompressor sind auch voll. Dann passt das alles. Dann hauen wir jetzt hier ab. Und da sinkt sie. Langsam. Geht sie unter. Oder auch nicht. Aber wir haben die Bestätigung gekriegt, dass sie weg ist. So, hauen wir hier mal ab. Rohr 3 geladen. Bevor noch einer glaubt, wir sind gerne hier. Schnellstmöglich erstmal hier weg. Oh, du gehst jetzt erstmal in die Ruhepause. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Was hat er jetzt? Rauch am Horizont?
Ach, das ist das Boot. Die abgesoffenen da. Rohr 4 geladen. Wir fahren trotzdem weiter. Erstmal weg hier. Schnell weg aus dem Bereich. Nein, ich jetzt genug von hier, von der Buste. Das hat uns ganz schön Kraft gekostet. Aber richtig Kraft. So. Okay. Sieht gut aus. Dann fahren wir mal ein bisschen weiter weg. Sichtkontakt. Abfahrtkurs berechnen. Ein Sichtkontakt melden wir. Das ist nicht ein Sichtkontakt, das ist ein Monster von Sichtkontakt anscheinend da hinten. Das ist doch schon wieder mehr wie nur ein Schiff, oder? Habe ich mich da jetzt verguckt? Ne, da ist er. Nur einer. Da hinten sind aber ganz schön Rauchschwaden. Oder ist das nur, weil er bis jetzt das eine Schiff nur gesehen hat? Fahren da mal ran. Legen Sie den Kurs an. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ist nur ein einziger. Ein Öltanker. Sehr schön. Leichte Beute. Johanna, dein Einsatz. Funkübertragung übermitteln. Den Alarm brechen wir gleich wieder ab. Alarm abgebrochen. Bringt ja nichts. Den machen wir so weg. Den machen wir so jetzt weg. Anscheinend fahren hier echt viele Öltankers rum. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, kannst auch wieder ins Bett gehen. Johanna kümmert sich dann gleich um den Rest. Während wir Spaß mit dem Tanker haben werden. Er hat uns jetzt auch entdeckt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, was ist denn jetzt los? Funkübertragung? SSS Olent unter Beschuss. Olner. Achso, da. Ja, gut. Ich schieße zwar noch nicht, aber gleich ist es vorbei mit dir, mein Freund. Legen Sie den Kurs an. Johanna? Herr Kaloy. Ein bisschen weit weg. Jetzt. Der hat gesessen. So gefällt mir das. Doch gelacht, wenn wir den nicht wegkriegen mit unserem Blinkgeschütz. Das wäre doch gelacht. Schlagseite hat er schon ganz leicht. Achtung! Ja, ein bisschen braucht er noch. Herr Kaloy? Wir gehen ein bisschen vorbei.
Und Feuer. Das war's. Der geht jetzt unter. Kleine Fahrt. Alle Maschinen stopp. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wo sind wir denn jetzt mit einem Boot? Da. Der geht jetzt unter, in aller Ruhe. Dann können wir mal kurz die Rettungsboote versorgen. Und mal ein bisschen Ruhm und Ehre abgreifen hier. So, Rettungsboot 2. Und Rettungsboot 3. So. Und Rettungsboot 4. So, und Rettungsboot 5. Ah, nicht an Bord nehmen. Rettungsboot 5. Gebt ihnen Vorräte. Transferieren, verlassen, alles gut. Und Rettungsboot 6, gebt ihnen Vorräte, was, bumm, verlassen. Alles gut. So. Er will immer noch nicht. Kapitän? Johanna, gib ihm mal den Rest. Geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt ist er weg vom Fenster. Jetzt ist er weg. Sehr schönes Foto. Hüllenbruch, Sie sinken. So. Schneller, schneller! Und Abfahrt. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt was versenkt. Hier können wir glücklich sein. Wir sollten auf der Route bleiben. Ich habe das Gefühl, dass hier öfter Tanker unterwegs sind. Und das könnte eigentlich ganz gut werden für uns dann. So, die Belastung ist ziemlich hart. Herr Kaloy. Mal schauen. Vielleicht sollten wir da mal das Radio anmachen. Herr Kaloy. Radio Wilhelmshaven. Ah, nee. Auch nicht. Ja, lassen wir Radio London an. Kapitän? Na gut, auf geht's. Fahren wir weiter, nachdem wir den nächsten Öltanker versenkt haben. Es läuft anscheinend jetzt mittlerweile besser bei uns. Wir können uns nicht beklagen. So, Vorräte haben wir immer schön verteilt. So wie sich das gehört. Und ich würde sagen, weiter geht's zu den nächsten Missionen. Motoren auf halbe Fahrt. Ich sage tschüss, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.